Willkommen auf meinem neuen Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Diesmal dreht sich auf der OVP und auf der Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Diesmal dreht sich alles um das Thema Mask und was sich seit Beginn meines Sammeldaseins so alles angehäuft hat. Fangen wir an mit der Boulder Hill OVP. Leider nicht im besten Zustand, aber ich denke, heutzutage ist es schwer, überhaupt noch eine zu finden. Das ist meine Goliath OVP. Da fehlt leider ein Stück, die habe ich damals so bekommen. Hier haben wir den wunderschönen Manta. Dann habe ich hier noch eine kleine Vitrine daneben stehen. Da habe ich ausschließlich Figuren drin und einmal den Detonator. So. Nicht wundern, das Regal habe ich extra noch an die Vitrine drangeschraubt, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Ich habe leider nur ein sehr kleines Zimmer. So, dann geht es hier weiter. Hier haben wir einmal den Rhino in EU- und US-Version. Dann haben wir den wunderschönen Razorback. Ich muss dazu sagen, die meisten Masken sind weich, aber leider sind auch ein paar dabei, die relativ hart sind, bis brüchig. Nebenbei habe ich dann noch überall Teile der Adventure Packs als Deko stehen. Dann haben wir hier ein englischsprachiges Comic mit Miles Mayhem als Weihnachtsmann. Das Comic ist aus dem Jahr 1988, glaube ich. Dann ein Quartett von Mask, herausgebracht von Schmidt-Spiele 1990. Ich bin auch ein großer Fan der Hörspiele, nur leider habe ich bis jetzt nur 3 Stück. Hier haben wir zum Beispiel einen Mint Dynamo. Den habe ich selber ausgepackt. Und in der OVP waren die Masken leider schon brüchig. Also es hält nicht immer automatisch alles. Nur weil es original verpackt ist. Dann haben wir hier einen kompletten Stinger mit OVP und butterweicher Maske. Hier noch ein Razorback. Slingshot OVP, ist ein kompletter Slingshot, nochmal den Manta komplett, auch mit weicher Maske. Dann haben wir den Volcano, da fehlt mir leider, wie oft üblich, das Schiebedach. Und den Condor nochmal, alle mit weicher Maske. So, dann geht es eine Etage tiefer. Jackhammer OVP. Die Dynamo OVP von dem Ausgepackten und nochmal eine OVP, die ist noch ungeöffnet. Dann haben wir hier Condor und Iguana. Einen kompletten Goliath, Meteor, nochmal 2 Stinger, Figuren auch mit weicher Maske, den beliebten Thunderhawk. Auch beide mit weicher Maske. Hier bei dem Fire Forster muss ich leider sagen, da sind zumindest die Maske vom Klon, die ist sehr weich. Nur die andere, die ist brüchig und steinhart. Das sieht man leider auch, da fehlt schon ein Stück. Wenn jemand eine Maske in weich hat, kann sich gerne bei mir melden. Dann den Hurricane. Da sind auch beide Masken sehr weich. Ich habe nebenbei auch eine ganze Tüte voller Masken, die alle zerbröselt sind. Und wirklich, bis aufs kleinste Stück. Die könnte man nur noch zusammenfegen. Dann haben wir hier ein schönes Buch von Mask. Eigentlich ein Kinderbuch mit großen Bildern drin und ein wenig Text. Dieses Buch stammt aus dem Jahr 86. Und habe ich mal durch Zufall bei eBay gekriegt. So, dann geht's weiter. Hier haben wir
noch eine OVP vom Condor und vom Outlaw ist die Version mit den schwarzen Felgen. Dann haben wir noch drei Figuren von den Adventure Packs. Noch einige andere Figuren dabei. Die Adventure Packs sind alle mit weicher Maske. Die anderen Figuren teils, teils. Hier haben wir den Wolfbeast. Da habe ich die Maske vom Klon noch leider noch nicht gefunden. Und die normale Maske ist auch leider ziemlich hart und brüchig. Hier haben wir den Switchblade. Da ist die Maske Gott sei Dank noch weich. Den Barracuda, da sind beide Masken leider hart. So, dann kommen wir zur letzten Etage. Da habe ich mir eine Vitrine in die Vitrine gestellt, damit ich unten Türen habe. Und da haben wir den zweimal den Afterburner, auch mit OVP, den Iguana, den Vampire, den Vandal. Vom Vandal sind die Masken leider auch hart. Dann haben wir hier den Free Firefly OVP, Collector und Pitstop-Katapult. Und nochmal einen Thunderhawk, komplett mit Bomben und weicher Maske. So, die Unterabteilung der letzten Vitrine, da haben wir die Wildcat OVP mit zwei Wildcats. Leider habe ich nur bei einer Figur die Maske und die ist dementsprechend auch hart. Aber das stört mich nicht weiter. Generell stört es mich nicht, solange die Masken noch in Ordnung sind. Nur ich denke mal, es ist jedem lieber, wenn die Masken noch weich wären. Hier haben wir einen kompletten Firecracker und Raven, Detonator. Da haben wir die OVP vom Hurricane und vom Raven. Der Skybolt ist auch komplett. Beide Masken sind noch sehr weich. Ja, und auf geht's zur zweiten Vitrine. So, jetzt geht's weiter. Erstmal die Außenseite der Vitrine. Hier habe ich ein paar Karten. Mit einer schönen Custom-Karte. Dann habe ich hier Unpunched den T-Bob. Dann den Alex Sector und den Buddy Hawks. Ruth Sato und Brett Turner. Und nochmal ein Adventure Pack mit Miles Mayhem. Alle Karten in einem schönen Zustand. So, dann haben wir hier die OVP von dem Buzzard. Noch eine vom Jackhammer. Dann die vom Thunderhawk. Noch eine vom Jackhammer. Vom Skybolt. Und vom Stiletto. Das war jetzt die Außenseite der So, weiter Vitrine. geht's mit der Innenseite der Vitrine. Oben drauf haben wir aber noch einen Razorback, einen Thunderhawk und ein paar T-Bobs mit Scott. Aus Platzgründen habe ich die leider noch nicht irgendwo reinstellen können. So, dann haben wir hier noch einen Rhino, ein paar Stilettos, ein Hurricane, Buzzard, Detonator, Raven, Skybolt, noch ein T-Bob mit Scott, Iguana, noch ein Rhino, noch ein Stiletto. Ist halt alles nicht so viel Platz da, daher muss das alles einigermaßen eng zusammenstehen. Dann haben wir hier noch einen Outlaw. Diesmal einen mit den silbernen Felgen. Ein Slingshot, ein paar Jackhammer, einen kompletten Manta, noch ein Thunderhawk, einen kompletten Firecracker, noch wieder ein paar Teile von den Adventure Packs. Dann haben wir hier noch ein Bulldoze, noch einen kompletten Manta, Wildcat, Slingshot,
Piranha, Bullet, Condor, Meteor, Iguana, Bulldoze, Goliath, komplett mit Masken. Und hier habe ich noch einen Buzzard und zwei Volcanoes. Ich bin auch dabei, das etwas anders hinzustellen, aber so ist der aktuelle Stand der Sammlung. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen lachen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da und hinterlasst einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.